Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Letzte Station Pflegeheim, für viele, gerade ältere Menschen, eine Schreckensvorstellung. Nicht zuletzt aufgrund der vielen negativen Schlagzeilen, die wir immer wieder lesen müssen. Mein heutiger Gast möchte mit seinem Unternehmen entscheidend zur Verbesserung in der Pflege beitragen. Die Paul Hartmann AG aus Heidenheim gehört zu den großen Playern in der Medizintechnik. Hier werden Verbände hergestellt, aber auch eine Reihe von sogenannten Inkontinenzprodukten. Darunter auch die Windel für Erwachsene, die viele Demenzkranke brauchen. Mit diesem Produkt macht das Unternehmen seinen größten Umsatz. Außerdem engagiert es sich auch in der Verbesserung der Handhygiene in Krankenhäusern. Jährlich erkranken 400.000 bis 600.000 Menschen an Krankenhausinfektionen. 15.000 Menschen sterben allein deswegen jährlich. Seit Jahren arbeiten die Heidenheimer auch an der Digitalisierung ihrer Produkte. So könnte bald schon eine Windel mit Sensoren auf den Markt kommen. Das würde die Pflege entlasten. Bereits jetzt bietet das Unternehmen ein softwaregestütztes System für die individuelle Patientenversorgung an. Demnach geht es dem Verbandstoffhersteller nicht nur um die Optimierung seiner Produkte, sondern um das Thema Pflege insgesamt. Ja, und über die Digitalisierung in der Pflege möchte ich mich heute mit meinem Gast unterhalten und begrüße ganz herzlich den Vorstandsvorsitzenden der Paul Hartmann AG. Herzlich willkommen. Grüße Sie. Andreas Jüle, schön, dass Sie hier sind. Ja, ich muss ja sagen, noch Vorstandsvorsitzender, denn zum Ende des Jahres läuft hier quasi der Vertrag aus, beziehungsweise Sie haben sich entschieden, ihn nicht zu verlängern. Das ist ein Grund dafür? Das ist richtig. Es gibt einen rein privaten Grund, den ich heute auch nicht erzählen werde, weil den habe ich nicht erzählt. Das ist ein sehr familiäres Thema, für das dahinter steckt. Aber ich denke, es ist wichtig gewesen, ich habe im Dezember letzten Jahres den Aufsichtsrat entsprechend informiert, um hier auch im Rahmen der guten Zusammenarbeit die Möglichkeit zu geben, in 12 Monaten eine Nachfolge zu finden, was uns mittlerweile, denke ich, auch hochqualifiziert geglückt ist. Sie waren 5 Jahre lang an oberster Position in dem Unternehmen tätig. Was würden Sie sagen, rückblickend betrachtet, was haben Sie aus diesem Unternehmen in Heidenheim gemacht? Ich denke, es sind mehrere Faktoren wichtig gewesen. Das eine ist, die Internationalisierung voranzutreiben, ja, Hartmann noch breiter aufzustellen, auch eben in der geografischen Footprint, wie das so schön heißt, wo steht die Firma. Denn wir sind eher international auf dem Weg global. Ja, da fehlen uns noch einige Marken, wobei es nicht wichtig ist, alle Felder auszufüllen auf dem Atlas, sondern zu sagen, wo können wir sinnstiftend was bringen, wo können wir auch einen Mehrwert erzielen. Das ist ein Block. Das zweite Thema ist sicherlich zu sagen, die Firma noch mehr zu fokussieren, also auf Kennziffern auszurichten, zu sagen, woran messen wir uns? Nicht nur in dem, was jeder Aktionär sehen kann, also was kommt unten raus, sondern auch an vielen Dingen, wie gut setzen wir unsere Strategien um, wie schnell können wir das machen, wie gut füllen wir die Pipeline, wie das heißt, dass das, was an neuen Produkten da ist, was in Zukunft kommt, wie gestalten wir den Innovationsprozess so, dass auch die Antworten auf das, was gerade im Film zu sehen war, gefunden werden können, dass Produkte darauf antworten und Dienstleistungen. Und ich denke, es ist wichtig, wir sind und bleiben ein Unternehmen mit 200-jährigen schwäbischen Wurzeln. Auf der anderen Seite war es auch wichtig, viele Menschen, die einen breiteren Background haben, einen anderen Pass haben, ja, die aus Frankreich kommen, aus Belgien kommen, ja, aus anderen Ländern, auch in die Zentrale zu holen, ja, und zu sagen, wenn wir global arbeiten wollen, müssen wir auch global besser verstehen. Ja, und das deckt sich hervorragend mit einer schwäbischen Arbeitsethik, ja, verbunden mit etwas mehr Diversifikation im Rahmen der Mitarbeiter. Es tut sich ja unfassbar viel, gerade in dem Pflegebereich, leider immer wieder zu lesen, diese Negativschlagzeilen. Wie geht man als Unternehmen damit um, welches in diesem Bereich aktiv ist? Ich sage mal, grundsätzlich erstmal sehr positiv, weil eins kann ich sagen, das ist jetzt Ende des 6. Jahres bei Hartmann, also mein 34. Jahr in der Medizinindustrie. Ich habe noch kein Unternehmen vorher kennengelernt, wo so viele Mitarbeiter aus Überzeugung arbeiten. Also tatsächlich, Neudeutsch heißt es Work for Purpose, also für Inhalte arbeiten, die einen Beitrag leisten zu können. Wie gehen wir damit um? Ich denke, dass wir unsere Produktentwicklung, die Fragestellung, wo können wir wirklich Hilfestellungen leisten, darauf ausrichten. Wenn Sie sich angucken, was ist das Problem? Das Problem ist die Demografie. Auf der einen Seite freuen wir uns, wir werden älter. Wir werden aber alle nicht in der Form älter, wie wir gerne älter werden würden. Gesund und fit bis zum 95. Lebensjahr, das gelingt einigen, vielen nicht. Und zwischendurch gibt es Hilfestellungen, die notwendig werden. Bis hin zu, ich weiß vielleicht nicht mehr, was vor 5 Minuten passiert ist, eben Demenzerkrankungen und viele andere Sachen, die da rein spielen. Hier ist die Frage, wie kann ich die Breite erreichen? Wie kann ich insgesamt Pflegequalität verbessern? Und wenn Sie Demografie, wie eben angesprochen, nehmen, dann habe ich 2 Themen, die das auslöst. Auf der einen Seite ist nicht mehr Geld im Topf, aber mehr Bedarf. Auf der anderen Seite habe ich erheblich zu wenig Pflegekräfte mit stark steigender Tendenz.
und mehr Bedarf. Aber da gibt es dann doch auch die Politik, die sagt, zack, 13.000 zusätzliche Pflegekräfte. Ohne Frage. Problem erkannt, Problem gebannt? Ich sag mal, Problem erkannt, ja, und das kann ich nur begrüßen. Problem schon gebannt, nein, weil die 13.000 haben ja nicht hinter der nächsten Ecke gewartet. Ja, und 13.000 auf 15.000 Pflegeeinrichtungen ist auch eine relative Größe, aber es ist schon mal ein guter Start. Was wir festgestellt haben mit Untersuchungen und Direktbefragungen von Pflegekräften, ist das Hauptthema gar nicht mal primär zu sagen, mehr Geld. Natürlich ist die Unpflege nicht angemessen bezahlt, aber das ist nicht das Thema, warum Leute aussteigen. Die Frage sind Arbeitsbedingungen, kann ich noch das ethisch umsetzen, wie ich diesen Job eigentlich auch mal machen wollte. Wir engagieren uns deshalb in eine ganz andere Richtung, ergänzend zu dem, was die Bundesregierung im Moment tut und auch in abgestimmt mit dem Deutschen Pflegerat und sagen, wir wollen Menschen, die ausgestiegen sind aus der Pflege, wieder zurückbringen. Weil alle anderen Maßnahmen befassen sich mit Ausbildung, befassen sich vielleicht sogar mit Menschen aus anderen Ländern, die hier hinkommen. Dann brauchen die einen Sprachkurs, eine Auffrischung, viele Dinge, die lange dauern. Ja, wir haben eine große Anzahl von Pflegekräften, die die Ausbildung haben, die diesen Job verlassen haben. Nicht, weil sie sagen, der macht mir keinen Spaß mehr, sondern die Frage ist, ja, das war einfach nicht das, was ich noch tun wollte. Und Sie selbst haben ja sogar auch einen solchen biografischen Hintergrund. Das ist richtig. Man muss natürlich auch sagen, die Pflege selbst wird sich radikal auch im Zuge der Digitalisierung verändern. Sie werden gleich mit uns gemeinsam in diese Zukunftskugel mal reinblicken. Liebe Zuschauer, seien Sie gespannt, wenn Sie selbst von Pflege betroffen sind, beispielsweise als Angehöriger oder selbst Pflege bedürfen, dann werden Sie gleich interessante Informationen erhalten. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Unser Thema heute Digitalisierung in der Pflege und zu Gast im Studio ist Andreas Jühle. Er ist CEO, wie man so schön sagt, der Paul Hartmann AG, einem weltweit agierenden Medizintechnikunternehmen. Wir haben darüber gesprochen, wie die Situation in der Pflege ist. Viele Menschen haben die Pflege verlassen, weil die Zustände einfach nicht annehmbar sind. Diese gilt es jetzt wieder zurückzuholen. Mit welchen Strategien? Wie muss sich die Pflege verändern? Ich denke, die Pflege muss sich verändern, ich sag mal, in den Grundthemen. Da macht die Politik im Moment aus meiner Sicht einen super Job. Ja, Rahmenbedingungen, Ausbildung, Vergütung, Planstellen zu schaffen, die Vergütung dieser Planstellen zu regeln. Weil das sind alles Dinge, bisher hat man viel postuliert, aber dann nicht die Rahmenbedingungen geschaffen. Das ist richtig und gut. Die Frage ist jetzt, wie können wir schnell die Lücke schließen? Und da ist die Thematik, wie bringen wir eben Pflegekräfte zurück? Wie kann das geschehen? Und da wollen wir gerne einen Beitrag leisten, weil man kann sich natürlich fragen, was hat die Industrie da drin zu suchen? Und wir denken, unsere Legitimation ist seit gut 200 Jahren, ist der engste Partner, mit dem wir unsere Produkte entwickeln und die mit unseren Produkten arbeiten, die Pflege. Ja, und irgendwann, wenn keiner mehr da ist, der meine Produkte anwenden kann, dann kann das weder im Sinne von Hartmann sein, noch im Sinne der Versorgung für die Patienten, für die man die Produkte entwickelt. Lassen Sie uns mal ganz praktisch über solche Produkte sprechen. Ja, wie ganz genau müssen denn solche Produkte aussehen, als dass sie tatsächlich die Pflege signifikant verbessern? Ich denke ganz pragmatisch an einige Dinge dran zu gehen. Beispiel Inkontinenzversorgung. Ja, die Windel, die sind gut. Aber hochrelevantes Thema, muss man auch sagen. Es ist ein hochrelevantes Thema, es betrifft sehr, sehr viele Menschen. Es ist so ein bisschen Tabuthema für die, die nicht in einer Pflegeeinrichtung sind. Thematik ist, andere Systeme, andere Verschlusssysteme zum Beispiel zu kreieren. Wir haben ein Jahr in Frankreich einen Testmarkt gefahren mit sehr positiver Resonanz. Ja, 30% schneller anlegen, 27% weniger Rückenbelastung. Und die Thematik ist zutreffend, ob Sie auf einer Altenpflegestation sind, das 100 Mal am Tag machen, dann ist ein Viertel weniger Stress für Ihren Rücken eine Menge wert. Noch mehr, wenn Ihnen die Hilfsmittel nicht zur Verfügung stehen und Sie zu Hause Angehörige pflegen, einfach anzulegen, weniger Belastung für mich bei gleich guter und besserer Versorgung für den betroffenen Angehörigen. Aber so richtig digital ist diese Form der Windel noch nicht. Die ist digital, heißt das, da kommt ein Chip rein? Die ist digital in der Entwicklung, aber die ist noch nicht digital in der Anwendung, völlig richtig. Die nächste Phase, an der wir arbeiten, ist ein Chip. Ja, könnte man machen. Die Problematik ist, Sie müssen dann ganz viele Sensorpunkte haben, denn wenn sich das Produkt meldet und sagt, jetzt noch nicht Windel wechseln oder jetzt Windel wechseln, ja, und Sie wollen den Angehörigen ja nicht umsonst aufwecken oder den Patienten in der Einrichtung, dann muss die Fehlerquote verschwindend gering sein. Das heißt, ich muss ein Produkt bringen, was messen kann, ob Sie auf dem Bauch liegen, auf der Seite, viel trinken, wenig Mann oder Frau sind und zutreffend ist, Arbeit erleichtert und Arbeit erspart. Ja, und Probleme wegnimmt, weil ich rechtzeitig das Produkt wechsle. Wir sind da sehr, sehr stark dran. Das ist eins unserer Hauptthemen im Moment. Hier ist die Frage nicht, dass man das bauen kann. Die Frage ist wieder, eingedenk der Tatsache Demografie, gleiches Geld im Topf, mehr Köpfe,
Es muss bezahlbar sein. Das heißt, ich kann Ihnen heute schon ein Produkt bringen, das kostet dann aber 10 Euro pro Stück. Das ist nicht das, was im Endeffekt in der Allgemeinheit und im Rahmen der Sozialversicherung dargestellt werden kann. Wir arbeiten an einer Lösung, die sich da deutlich mehr der Realität annähert. Würde dann bedeuten, der Pfleger, der kommt dann tatsächlich nur erst dann in Aktion, wenn wirklich auch in der Mittel etwas drin ist. Und das spart wiederum Zeit. Das spart Zeit und spart also Zeit in dem Thema, ich muss es nicht umsonst machen, und noch viel mehr Folgekosten und auch Folgeerkrankungen der Betroffenen. Denn wenn sie zu spät mit dem Wechsel kommen, entwickeln sie Themen, die beim Baby unangenehm sind, bei älterer Haut aber deutlich andere Herausforderungen darstellen. Manche haben gedacht, die Lösung für meine Pflege ist vor allen Dingen Kinder zu haben. Sie selbst haben 5 Kinder, aber das war keine Überlegung, ja? Das war nicht die Überlegung dahinter, nein, ganz sicher nicht. Und die sind auch, ich sag mal, noch nicht so weit, und ich bin noch nicht so weit, dass sie mich da schon sehen. Wir werden dann uns vielleicht noch mal unterhalten, wenn ich das Alter erreicht habe, ob die 5 da im Endeffekt eine Rolle spielen oder ob schon ganz andere Sachen mich dann pflegen werden. Herzlichen Dank für das Gespräch. War sehr schön, dass Sie hier waren. Dankeschön. Dank. Liebe Zuschauer, das war's wieder bei Chefsache mit einem zugegebenermaßen kleinen Überblick über das Thema Digitalisierung in der Pflege. Wir werden natürlich an dem Thema dranbleiben, denn es ist höchst relevant für uns alle. Schalten Sie nächste Woche wieder ein bei Chefsache. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.